Hallo Freunde, ich hatte mal in einer letzten Umfrage auf meinem Kanal danach gefragt, was denn eigentlich für euch eure Lieblingsmod für Schlacht um Mittelerde 2 ist. Und da hat Edain mit 55% deutlich gewonnen. Und dann hatte ich noch eine zweite Umfrage gemacht, wo ich euch gefragt habe, ey, interessiert es euch eigentlich, was für mich persönlich die Lieblingsmod für Schlacht um Mittelerde 2 ist? Und das will ich in diesem Video einmal beantworten. Ihr merkt, ich spreche das so ein bisschen frei. Ich habe mir jetzt kein Wort-für-Wort-Skript aufgeschrieben. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich hier nichts vergesse, was ich sagen möchte. Bevor ich damit jetzt aber anfange, ganz wichtig, das Ganze ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack und seine eigene Lieblingsmod, deswegen stoßt euch nicht zu sehr an, wenn jetzt hier eure Lieblingsmod nicht auch meine Lieblingsmod ist. Und was noch ganz wichtig ist, Edain Unchained ist ja eigentlich eine Submod für Edain. Ich sehe das hier jetzt aber mal als eigene Mod. Das heißt, ich werde hier die Mods bewerten, die ich selber auch für Schlacht um Mittelerde 2 gespielt habe. Und das ist einmal Age of the Ring, Edain und eben Edain Unchained. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und wir fangen bei Platz 3 an. Das ist für mich die Mod Age of the Ring. Und ich will jetzt immer so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile für mich von jeder Mod eingehen. Ich betone das sehr direkt, weil viele Leute nehmen das sehr, sehr ernst. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, zurückhaltend und betone das sehr, dass es das meine eigene Meinung ist. Also, Age of the Ring. Wir haben das gespielt, auch im Multiplayer natürlich mit Udwin und Kurga. Unterscheidet sich jetzt natürlich deutlich von der Edain und Edain Unchained Mod. Ja, also es gibt ganz viele neue coole Einheiten und Fraktionen. Ja, zum Beispiel Dol Guldur. Und ich finde auch die Modelle und Texturen von dieser Mod sehen richtig, richtig gut aus. Also wirklich 10 von 10 Baba-mäßig. Optisch gefällt mir das wirklich, wirklich gut. Und es ist halt natürlich auch mal was jetzt im Vergleich zu Edain Unchained was ganz anderes, weil du halt wirklich viele andere Einheiten und Spielmechaniken da teilweise drin hast, eben weil es komplett von den beiden Mods eben getrennt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, warum stelle ich jetzt Age of the Ring auf den dritten Platz? Also warum gefällt mir die am wenigsten? Das soll nicht heißen, dass ich sie doof finde, ja? Also ich habe mit jeder Mod meinen Spaß gehabt. Und es gibt auch einige Nachteile meiner Meinung nach bei Age of the Ring. Und zum einen kommen mir da direkt die Gundabad-Steintrolle in den Sinn. Ja, an mancher Stelle ist nämlich diese Mod wirklich nicht sehr gut gebalanced. Na, also teilweise ein einziger Gundabad-Steintroll kann da ein ganzes Spiel für sich alleine entscheiden, was ja eigentlich nicht sein sollte. Vor allem nicht für den Preis. Ich glaube, mit allen Upgrades zusammen kostet das Vieh 2600 oder so. Und da kommt mir auf jeden Fall eine Runde in den Sinn, wo ich alleine gegen Udwin und Kurga gespielt habe und ich konnte diese Runde einfach, ich hätte die nur schon nach 10 Minuten mit einem Gundabad-Steintroll beenden können. Die hätten dagegen keine Chance gehabt und das kann natürlich einfach nicht sein. Das ist dafür natürlich jetzt nur ein Beispiel, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir da in den Sinn kommt. Ein weiterer, und das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt, ist aber das freie Bauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut kein Fan von diesem freien Bauen. Ich kann euch nicht genau sagen, warum mir das feste Bauen besser gefällt. Ich weiß, viele von euch werden jetzt argumentieren, ja, mit freiem Bauen, da hat man noch viel mehr taktische Möglichkeiten und so. Und das mag auch alles stimmen, aber das ist für mich nicht das Schlacht- und Mittelerde-Feeling. Das kann einfach sein, weil ich keine Kernerinnerung davon habe, wie ich jetzt kleiner Butschi Schlacht um Mittelerde 1 gespielt habe und da in meiner Gondor-Festung saß mit den festen Baupunkten. Ich finde, das macht einfach Schlacht um Mittelerde auch zu einem großen Teil aus. Und das gibt mir natürlich Age of the Ring in dem Sinne nicht. Das ist, wie gesagt, absolut Geschmackssache, aber das ist für mich einer der ausschlaggebenden Gründe, warum hier Age of the Ring auf dem letzten Platz landet. Der letzte Punkt, der hier Age of the Ring auf den dritten Platz schickt quasi, ist für mich, dass der Einstieg für mich sehr schwer war. Ich habe Runden gespielt auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe und hatte keine Schnitte. Natürlich bin ich jetzt auch kein guter Age of the Ring Spieler. Das liegt natürlich einfach daran, weil ich es vorher noch nie gespielt hatte. Ich verlinke euch hier oben rechts in der Infokarte immer die entsprechenden Videos dazu. Und da seht ihr einfach, dass ich keine Chance habe, selbst gegen die leichteste KI, einfach weil die sich irgendwie komplett anders verhält auch, als ich es gewohnt bin. Nach einigen Runden bin ich dann damit irgendwie klargekommen. Für neue Spieler ist es halt schwierig, die halt nur ein Gefecht spielen wollen gegen die KI. Es sei denn natürlich, ich bin der absolute Unterdurchschnitt, aber das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ich glaube auch andere Spieler, die dann neu in die Mod starten, hätten da vielleicht ein paar Probleme. Ich glaube, dass hier Age of the Ring für mich auf dem dritten Platz landet, ist jetzt für die Leute, die mich hier schon eine Zeit lang verfolgen, wenig überraschend. Das heißt also, Edain und Edain Unchained machen das jetzt unter sich aus auf dem Platz 1 und 2. Und ich werde jetzt auf beide erstmal so ein bisschen eingehen, bevor ich dann sage, was für mich dann die beste Mod im Endeffekt ist.
Starten wir da mal mit Edain. Also es ist natürlich so die Mod für Schlacht um Mittelerde 2. Ja, die ist seit Jahrzehnten in Entwicklung. Da haben Magazine wie die GameStar darüber geschrieben. Da waren teilweise Redakteure aus der GameStar mit im Team mal eine Zeit lang. Jetzt ja, glaube ich, nicht mehr. Ja, Edain fügt natürlich festes Bauen wieder hinzu. Das ist natürlich ein heftiger, ausschlaggebender Punkt eben genau für diese Mod. Das ist wie Age of the Ring auch natürlich ein kompletter Overhaul. Ja, es gibt da, glaube ich, wenige Ausnahmen, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ich glaube, die Zuchtmeister von Angmar, die gibt es auch im Grundspiel, aber nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Ja, also es ist aber ansonsten wirklich ein kompletter Overhaul. Natürlich hast du sowas wie Gondor-Soldaten und so, die hast du auch im Grundspiel. Aber ansonsten, ihr wisst, was ich meine, verändert das natürlich wesentlich das Grundspielprinzip von Schlacht um Mittelerde 2. Und zwar verändert es das so, dass es mir sehr, sehr gut gefällt und ich das wirklich gerne spiele. Ja, dann bringt die Mod natürlich viele einzigartige Mechaniken auch mit rein. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die Baumeister in den Nebelberge. Das ist jetzt so ein bisschen paradox, weil mit denen kann man ja dann wieder so ein bisschen frei bauen. Ja, aber das sind halt solche Sachen, die ja, es interessant machen, viele verschiedene Fraktionen mal zu spielen. Ich denke da an dieses Grundspiel von Schlacht um Mittelerde 1. Da hast du ja quasi Rohan und Gondor fast identisch gespielt. Und hier spielen sich die Fraktionen so unterschiedlich. Also da ist über die Jahrzehnte schon wirklich was echt super Cooles entstanden, was auch echt Spaß macht, einfach zu spielen. Und deswegen bin ich da auch voll mit dabei. Alleine schon überlegt mal das Level-System von Sauron. Wie cool ist das einfach umgesetzt? Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß zu spielen. Deswegen steht es auch ganz klar vor Age of the Ring. Natürlich habe ich hier aber auch ein paar Kontrapunkte, wie zu jeder der drei Mods, die ich jetzt natürlich auch noch anbringen möchte. Und ein Punkt, der mir da eingefallen ist oder mir so in den Sinn gekommen ist, das hat jetzt gar nichts so sehr direkt mit der Mod und dem Gameplay und so zu tun, aber es gehört, finde ich, schon auch auf jeden Fall mit dazu. Und das betrifft so ein bisschen das Edain Team, denn es kommt mir nur so vor, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht so in Stein meißeln, dass es auch wirklich auf jeden Fall so ist, aber mir persönlich kommt es halt so vor, dass das Edain-Team nicht so nah an der Community ist, ja. Das soll sich jetzt gar nicht so negativ anhören, aber ich finde es halt, gerade wenn man eine Mod entwickelt, wo ja auch viele Leute Fans sind, ja, was ja hier bei der Edain-Mod auf jeden Fall der Fall ist, dann habe ich das Gefühl, dass da nicht so nah und so sehr auf die Community eingegangen wird. Ich habe jetzt hier das Wort eigensinnig aufgeschrieben, was jetzt auch wieder super negativ behaftet ist. Das Ding ist, ich kann jetzt hier darüber nicht ultra offen sprechen. Man unterhält sich natürlich auch mit diversen Leuten aus unterschiedlichen Modding-Teams, wenn ich das jetzt mal so ganz neutral sagen darf. Und die Sache ist einfach, dass es mir da jetzt, ich mache das jetzt ja auch schon seit über einem Jahr, fast anderthalb Jahre befasse ich mich mit dem Thema und tausche mich da mit Leuten aus. Und es ist mir einfach leider so das Gefühl, dass, ja, wie gesagt, da nicht so krass nah an der Community gehandelt und entwickelt wird. Ich lasse es einfach mal so stehen. Wie gesagt, ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, ohne hier irgendjemanden, ich sag jetzt mal, zu exposen oder sowas irgendwie. Aber das hat sich für mich in dieser Zeit auf jeden Fall so herausgestellt. Wie gesagt, kann ja sein, dass andere das komplett anders fühlen. Für mich auf jeden Fall. Mir kommt es so vor, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Der letzte Punkt, den ich da noch zu den Kontrapunkten gepackt habe bei der Edain-Mod, ist der Punkt unverständliche Entscheidungen. Auch auf den kann ich jetzt leider wieder nicht im Detail eingehen, weil das einfach Dinge sind, die mir auch im Vertrauen erzählt wurden. Liebes Edain-Team, ich bin offen, falls ihr gerne darüber schnacken oder Näheres erfahren wollt. Kontaktiert mich gerne über Discord, gar kein Problem. Ja, aber das waren halt so Punkte, wo ich mir auch gedacht habe, okay, wieso hat man das nicht umgesetzt? Weil da ist ganz klar gewesen, hätte man gar keine Umfrage machen brauchen. Das wäre auf jeden Fall im Sinne der Community gewesen. Die konnte ich persönlich überhaupt nicht verstehen. Wie gesagt, für andere war das vielleicht eindeutig und ganz klar die richtige Entscheidung, so wie es gemacht wurde. Für mich war es unverständlich. Und deswegen habe ich es hier noch mit aufgeführt, genau. Ja, last but not least kommen wir zu Edain Unchained. Das ist natürlich eine Sub-Mod, das heißt also, um die spielen zu können, braucht man auch immer dann die entsprechende Version von der Edain-Mod. Trotzdem habe ich ja anfangs gesagt, ich werde das jetzt hier als eigenständige Mod betrachten, weil da doch viele Sachen geändert bzw. anders gemacht wurden und neu hinzugekommen sind. Grundsätzlich bei den Pro-Punkten ist aber auf jeden Fall erstmal die gleichen Vorteile wie bei Edain. Das ist einfach der Grundlage geschuldet, dass die halt eben auf der Edain-Mod basiert. Also du hast da auch freies Bauen, ne? Du hast da die Völker mit dabei plus halt eben ein neues Volk.
komme ich aber später nochmal zu. Ja, ein weiterer Pluspunkt ist auf jeden Fall, habe ich hier aufgeschrieben, Peak Balancing. Ja, also da macht Edain auf jeden Fall schon vieles richtig. Ich habe aber immer das Gefühl, dass Edain Unchained dann nochmal so ein Stückchen drüber ist. Ja, sie haben natürlich sehr, sehr viele Werte geändert. Das ist was, was man jetzt, wenn man die beiden Spiele spielt, beziehungsweise die beiden Mods spielt, jetzt gar nicht so direkt sehen kann. Ja, aber im Laufe des Spiels kann man es halt fühlen. Und wenn man natürlich die Patchnotes anguckt, dann sieht man, was da alles geändert wurde. Und ich finde, dieses Feeling, das Gefühl, ist bei Unchained nochmal ein Tacken besser als bei Edain. Wie gesagt, das ist hier, heißt hier nicht, was ist hier eine super schlechte Mod, was ist eine super gute Mod. Ich finde, alle drei Mods sind natürlich richtig krass entwickelt und gut umgesetzt und bringen auch jede Menge Spaß für sich. Es geht halt hier darum, die Besten der Besten zu ermitteln. Ne? Genau, neben den geänderten Werten sind natürlich auch einige Fähigkeiten geändert worden, ausgewechselt worden. Da kommt mir direkt jetzt, wo ich gerade drüber rede, in den Sinn von, ich glaube, Drauglim heißt der. Oh Gott, ich hole jetzt den Namen nicht durcheinander. Auf jeden Fall der Billo-Held von Angmar, hier dieser Wolfszähmer. In Edain zum Beispiel hat er die Fähigkeit, sich in den Wolf zu verwandeln, direkt schon von Anfang an zur Verfügung, aber in Unchained nicht. Und das sind halt solche Sachen, die irgendwie, das passt irgendwie. Da wurde sich wirklich nochmal richtig Gedanken darüber gemacht, über jeden einzelnen Wert. Jeder einzelne Wert wurde angepasst. Das fühlt sich einfach besser an. Genau, dann kommen natürlich die einzigartigen Inhalte von der Unchained Mod mit dazu, die ich super finde. Na, jetzt habe ich gerade bei 3.0 vorgestellt. Zum Beispiel die berittenen Bogenschützen von Imladris fallen mir da ein. Dann natürlich die ganze Fraktion Harad. Ja, die halt wirklich mit komplett individuellen Mechaniken, die komplett neu entwickelt wurden, umgesetzt wurden, die wirklich super interessant ist, finde ich sehr, sehr gut. Ja, und dann natürlich ein super wichtiger Punkt, das ist halt auch so ein Teil, so ein Ding, was bei Edain für mich komplett unverständlich ist. Arnor ist frei wählbar. Ich kann auf jeder Map, wenn ich Menschen des Westens wähle, auch als Arnor spielen. In Edain kann ich das nur auf Arnor-Karten und da kann ich dann auch nur Arnor spielen. So, das ist halt so ein Ding, das verstehe ich überhaupt nicht. Also vielleicht kann mir das mal jemand begründen, was da dieser Sinn dahinter ist. Aber ich finde Arnor so viel besser als Gondor. Das habe ich ja in meinem letzten Video, in dem Fraktions-Tierlist-Video auch einmal erläutert. Wer es nicht gesehen hat, jetzt oben rechts in der Infocard. Genau, das ist natürlich auch ein Pluspunkt, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, der nicht jetzt so direkt mit der Mod oder mit dem Gameplay zu tun hat. Ich finde die Edain Unchained, das Edain Unchained Team viel, 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 viel näher an der Community. Ja, also du kannst da jeden fragen, was du willst. Die nehmen sich Zeit. Ey, ich denke, nochmal Props auf jeden Fall und vielen, vielen Dank an Kairo, der hier nächtelang mit mir verbracht hat, um mir halt diese Hintergründe zu erklären. Das Modding, genauso wie Brechstange und so mit dem Modeling, was da alles hintersteckt. Die haben sich so viel Zeit genommen, du schreibst denen die Antworten, die nehmen sich auch Sachen an, denen man die so als Vorschläge halt schickt, so, ne? Also nicht, dass sie es jetzt auch wirklich umsetzen oder so, aber die denken so, hey, ja, das könnte wirklich ein relevanter Punkt sein, wir denken mal drüber nach. Das macht auf jeden Fall sympathisch und das finde ich auch sehr, sehr wichtig bei einem Modding-Projekt, was ja für die Community ist. Das wird ja da nicht gemacht, um Geld zu verdienen, ne? Also da ist ja klar, die dürfen dafür kein Geld nehmen, wegen Lizenz und so. Das heißt, du entwickelst ja diese Mod für die Community und da ist es auch wichtig, finde ich, da nah dran zu sein, ja. Ja, so viel es auch Positives darüber zu sagen gibt, gibt es natürlich auch einige negative Punkte und der erste Punkt ist, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es eine Submod ist, dass es nicht Standalone ist, ja. Das ist jetzt kein großer Nachteil, sag ich mal, aber du musst halt immer auch Edain installieren erst in der entsprechenden Version, ja, also Unchained braucht da immer eine ganz spezielle Edain-Version, um dann danach erst Unchained installieren zu können und spielen zu können. Das ist jetzt keine allzu große Sache, ist aber, finde ich, ein Negativpunkt. Es wäre natürlich cooler, wenn ich mir einfach nur, wenn ich jetzt nur Ultra-Fan von Unchained bin und alles andere nicht mag, mir einfach nur Unchained auch installieren könnte. Genau, aber das ist natürlich nicht möglich, weil Unchained halt eben auf Edain basiert. Also das ist ja natürlich der Grund dabei. Ja, dann habe ich hier aufgeschrieben Release-Probleme. Das ist jetzt bei 3.0 vielleicht nicht so der Fall, aber bei der Version davor war es auf jeden Fall so, dass da noch Fehler in der Version waren und weil es da halt eben kein oder nicht mehr einen eigenen Launcher gibt, war es dann halt so, dass man wirklich nochmal komplett neu eine Exe runterladen musste und die wieder installieren musste und ich jetzt nicht einfach über einen Launcher updaten konnte. Da weiß ich auch nicht so ganz genau, woran das da jetzt liegt. Ja, also es gab zur letzten Version, gab es ja noch so einen Launcher, der so fast immer funktioniert hat. Ich glaube, jetzt zur 3.0 gibt es nicht mal mehr einen Launcher, es gibt nur noch diese Exe. Das macht es natürlich schwierig, wenn Fehler sind, mal eben fix einen Hotfix nachzuschieben oder so. Und dann braucht man wieder eine Exe
Texte, die man runterladen muss. Es fällt nicht so cool. Ja, ihr merkt aber zum Inhalt selbst kann ich eigentlich, sage ich halt eigentlich nichts Negatives. Da ist mir nichts Negatives wirklich zu eingefallen. Ja, damit sind wir auf jeden Fall erstmal die drei Mods durch, die ich gespielt habe selber. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Age of the Ring auf dem dritten Platz ist, wie schneiden dann Eden Unchained ab? Ich habe euch meine Punkte, meine Pros und Cons für jede Mod auf jeden Fall hinreichend jetzt natürlich dargelegt und wonach ich das so ein bisschen entscheide. Beide Mods gefallen mir sehr, sehr gut. Ich spiele beide Mods sehr gerne und auch Age of the Ring habe ich gerne gespielt. Ja, fällt halt nur jetzt eben auf den dritten Platz zurück. Und ich würde Eden auf den zweiten Platz stellen und die Eden Unchained Submod auf den ersten Platz. Alles, was da zusammenkommt, passt halt irgendwie. Das ist alles so stimmig. Und ja, deswegen würde ich das Ranking auf jeden Fall so einordnen. Wie seht ihr das? Ihr habt es natürlich schon in der Abstimmung dargelegt. Ihr könnt natürlich noch mal ein paar Punkte in die Kommentare schreiben, die ihr gleich seht wie ich oder die ihr auch vielleicht anders seht natürlich. Bin da immer sehr offen für Erklärungen und Kritikpunkte natürlich, solange sie natürlich sachlich bleiben. Ne? Genau. Dann habe ich jetzt noch einen kleinen anderen Punkt für alle, die bis hierhin geschaut haben. Und zwar überlegen wir mal wieder ein E9-Turnier zu machen. Im kommenden Jahr jetzt, Anfang des kommenden Jahres. Da ist natürlich jetzt die Frage, habt ihr Bock da drauf und habt ihr Bock darauf dazuzuschauen oder sogar selber teilzunehmen? Ich habe dazu jetzt parallel zu diesem Video eine Umfrage auf dem Kanal veröffentlicht. Ihr findet den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wäre super nice, wenn ihr da mal kurz hingeht und da einmal kurz abstimmt, damit wir so ein bisschen das einordnen können, ob ihr da Bock drauf habt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei allen Kanalmitgliedern für den Support. Sag habt ein paar schöne Feiertage und Weihnachten mit eurer Familie und euren Liebsten. Und dann sehen wir uns danach wieder. Haut raus, euer Fister. Ciao.